Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo. Kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Es ist wieder soweit. In Berlin wird zum 68. Mal der Deutsche Filmpreis vergeben. Einen Hauch von Hollywood verströmen dann die Schönen und Berühmten beim Gang über den roten Teppich. Kein Wunder, die Lola ist die begehrteste Trophäe der deutschen Filmindustrie. Also der Deutsche Filmpreis ist die höchste Auszeichnung für jedes Gewerk, aber natürlich auch für den Schauspieler. Leute, die möglicherweise bislang noch nicht aufmerksam waren auf den Schauspieler, werden jetzt aufmerksam. Also das ist die tollste und größte Auszeichnung, die wir haben in diesem Land. Auch Schauspielerin Lea van Acken, die Hauptdarstellerin des Films Das Tagebuch der Anne Frank, bereitet sich auf ihren Auftritt beim Deutschen Filmpreis vor. Sie ist auch bekannt für ihre extravaganten Outfits. Also Mode ist für mich in dem Sinne auch so ein bisschen wie Schauspiel, eine Art, in Rollen zu schlüpfen und was anderes zu verkörpern. Also manchmal fühle ich mich dann, weiß ich nicht, wie ein kleiner Junge und manchmal, zum Beispiel wie jetzt, fühle ich mich dann direkt so ganz, ganz adrett. Für ihre extravaganten Outfits gewinnt Lea sogar den New Faces Award als Style-Icon der Zeitschrift Bunte. Van Acken wurde vor allen Dingen deshalb prämiert, weil sie schon sehr jung verstanden hat, dass ihr Beruf, nämlich Schauspielerei, nicht sozusagen am Ende mit der letzten Klappe aufhört. Ja, Ketten würde ich vielleicht. Lea hat Spaß am Spiel mit der Mode. Mit ihrer Stylistin Leandra probiert sie regelmäßig unterschiedliche Styles für die verschiedenen Events und Auftritte aus. Schneiden wir die Hose aber noch ab, ne? Also ich fühle mich, wenn ich über den roten Teppich gehe, immer so, wie mein Outfit bzw. der Charakter meines Outfits sich fühlt. Also manchmal ist es dann so ganz ruhig und manchmal ist es dann so prinzessinnenmäßig. Also da ist sozusagen der rote Teppich dann wie so eine Art Leinwand. Die Stars wissen, wie wichtig ihr Auftritt auf dem roten Teppich ist. Beim Filmpreis ist der rote Teppich ja ein Riesending, 80 Meter lang, mit unzähligen Journalisten, die Fragen beantwortet haben wollen. Das ist Stress, das ist laut, das ist, man wird so durchgeschleust und man muss trotzdem was Kluges sagen in dem Moment oder gut aussehen auf dem Foto, also eine Herausforderung. Im Studio von Stylistin Leandra probiert Lea ein ausgefallenes Outfit an. Einen Großteil der Outfits für Lea kauft Leandra im Netz. Damit liegt sie voll im Trend. Sieht gut aus. Ja. Ja, wir beobachten, dass vor allen Dingen Frauen ab 16 Jahren online kaufen, einfach weil sie dort den virtuellen Zugriff auf die gesamte Welt der Mode haben. Auf neue Designer, auf verschiedene Trends aus Japan, Amerika etc. Ob bei Filmevents oder auf der Leinwand, Lea van Acken wird sich ja noch oft durch ihre Wandlungsfähigkeit überraschen. Mit ihrem Talent und ihren Outfits.